Schönen guten Morgen und willkommen zu diesem etwas spontaneren Pressbriefing. Wir möchten heute noch einmal über die Infektion von Milchkühen in den USA mit dem Vogelgrippevirus H5N1 sprechen. Und bevor ich loslege, gleich der Hinweis: Dieses Pressbriefing und auch das Nature Paper, über das wir hier in dem Pressbriefing sprechen, stehen unter Embargo bis heute Nachmittag 17 Uhr. Und auch die Informationen an alle Teilnehmenden. Sie kriegen von uns automatisch im Anschluss an dieses Pressbriefing die Aufzeichnung von dem Pressbriefing nochmal zugeschickt, damit Sie die eine oder andere Stelle auch nochmal nachhören können. Genau, komme ich zu dem Thema. Zu diesem Ausbruch oder zu den Infektionen bei Milchkühen in den USA sind ja viele Fragen wirklich noch ungeklärt und einige Antworten liefert jetzt aber eine Studie, die heute halt um 17 Uhr in Nature erscheint. Und einer der verantwortlichen Autoren ist hier halt heute anwesend. Das ist der Martin Bär. Ich heiße Sie herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind. Herr Bär ist Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald und er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit den Vogelgrippefällen hier in Europa und seit dem Ausbruch in den USA und auch mit der Fragestellung, über welchen Weg das Virus so erfolgreich in diesen industriell gehaltenen Kuhherden diese befallen kann und übertragen wird. Als zweiten Experten in der Runde begrüße ich Martin Schwemmle. Er ist Forschungsgruppenleiter am Institut für Virologie am Universitätsklinikum in Freiburg. Und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Frage, wie es Influenza-A-Viren schaffen, die Speziesbarriere Mensch zu überwinden. Genau, und nun im Zuge des Infektionsgeschehens in den Kuhställen in den USA haben sich tatsächlich auch schon 15 Menschen infiziert. Und vergangene Woche gab es ja auch schon Berichte, dass es infizierte Menschen gibt, bei denen man nicht so genau weiß, wie es zu der Infektion gekommen ist, weil sie keinen direkten Kontakt zu den Tieren hatten. Genau, und darüber werden wir ganz bestimmt auch gleich nochmal sprechen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, Sie können ab jetzt direkt schon auch Ihre Fragen in dem Frage- und Antwort-Tool stellen. Die liest meine Kollegin und reicht mir die hier direkt rein, sodass die Expertinnen sie für Sie beantworten können. Genau. Legen wir doch direkt mal los. Herr Bär, ich würde mich total freuen, wenn Sie uns einmal kurz zusammenfassen könnten, was Sie untersucht haben in der Studie und was die ja, wichtigsten Ergebnisse daraus sind. Ja, das mache ich sehr gerne. Also die Studie fasst zwei tierexperimentelle Arbeiten zusammen. Einmal in Kansas von der dortigen Universität, die Arbeitsgruppe von Jürgen Richt und Arbeiten, die hier am Friedrich-Löffler-Institut gelaufen sind. In Kansas wurden Kälber oronasal mit dem US-amerikanischen Stamm, der sich gerade dort in Milchkühen ausbreitet, infiziert. Bei uns haben wir den gleichen Stamm verwendet und bei drei Kühen das Virus in alle vier Euterviertel gegeben. Und wir haben Kann ich auch, kurz ja, zwischengehen? Oronasal bedeutet über welchen Weg? über die Nase und ins Maul gegeben. Also beides, also das, was ein natürlicher Übertragungsweg wäre. Und wir haben den unnatürlichen Weg, der aber eben eine besondere Rolle spielt, nämlich das Virus direkt über den Zitzenkanal ins Euter gegeben und einmal auch das US-amerikanische Virus und ein Virus der gleichen Klade. Das ist ja diese ominöse 2344b, die eine Panzootie ausgelöst hat, das heißt, sich in Wildvögeln fast global verbreitet hat. Und wir haben aber einen anderen Stamm verwendet. Die Stämme unterscheiden sich durchaus. Also der gleiche Name H5N1 und die gleiche Klade ist aber trotzdem variabel. Und wir haben einen Stamm aus einem Wildvogel in diesem Jahr verwendet, der nach der EU-Nomenklatur benannt wird als DG-Typ. Und diese Daten sind dann vergleichend untersucht worden. Und was wir sehen ist, dass diese Infektion der Kälber auf dem Weg über die Nase und ins Maul nur zu einer moderaten bis geringgradigen Infektion führt. Also ich finde, für ein paar Tage geringe Virusmengen und Kontakttiere, die direkten Kontaktkälber, haben sich nicht infiziert. Also das Virus hatte nicht die Möglichkeit, offenbar sich so effizient zu vermehren. Im Euter sieht das so aus, dass das Virus sich sofort, und zwar beide Virustypen, sowohl das amerikanische als auch das europäische, zu maximalen Mengen vermehrt haben. Also das Euter ist
damit auch nochmal experimentell nachgewiesen, ein zentraler Ort, der die Replikation, die Vermehrung ermöglicht. Die Tiere werden dann tatsächlich auch krank, weil wir haben alle vier Euterviertel infiziert. Das ist eine Belastung für die Tiere. Die bekommen Fieber und die Milchproduktion wird innerhalb von wenigen Tagen um über 90% reduziert. In dieser Restmilch ist aber sehr viel Virus. Und das gilt für beide Virustypen. Wenn wir uns dann ansehen, ob das Virus noch irgendwo anders ist, also finden wir H5N1 in diesen Kühen noch woanders, obwohl die so viel Virus im Euter haben, ist das nicht der Fall. Also wir haben weder in der Nase noch in Organen, in der Lunge dieses Virus für beide Virustypen wiedergefunden. Das heißt, das beschränkt sich tatsächlich aufs Euter. Und wir haben uns die Viren dann genau angesehen und das europäische Virus muss eine minimale bekannte Mutation vollführen, um sich an das, an die Säugetierzelle zu optimieren, dort zu wachsen. Das hat das Rindervirus schon getan. Das ist in einem der Replikationspolymerasen der Gene, die die Replikations-, die Vermehrungsmaschinerie antreiben. Mehr muss das Virus gar nicht machen und es kann sich perfekt im Euter vermehren. Schlussfolgerung ist, Hauptschlussfolgerung erstens, es ist offensichtlich keine Stammeigenschaft, denn es geht auch mit einem durchaus anderen Stamm. Also es ist eher eine generelle Eigenschaft. Das Euter ist das zentrale Vermehrungsorgan. Und die Ausbreitung scheint tatsächlich in erster Linie über die Milch möglich, weil die Kälber konnten sich nicht gegenseitig anstecken. Wir finden kein Virus im Respirationstrakt der Kühe, sodass wir die Schlussfolgerung, glaube ich, sehr klar machen können. Immer mit dem Hinweis, sind natürlich beschränkte Tierzahlen. Im Feld draußen können Tiere auch mal immunsupprimiert sein. Und wir haben Stämme verwendet, auch der amerikanische Stamm ist ein früher Stamm. Also wir wissen nicht, wie sieht ein Stamm heute aus? Gab es da noch Veränderungen? Bisher habe ich aber keine Hinweise gesehen, dass dort schon irgendwelche weiteren Anpassungen passiert wären. Also das in möglichst kompakt nochmal alles zusammengefasst. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Herr Schwemmle, Sie hatten auch schon die Chance, mal in die Studie reinzugucken. Welchen Mehrwert liefert diese auch aus Ihrer Sicht? Also die Studie ist sehr wichtig, um das Insgesamtrisiko abschätzen zu können. Also man hat jetzt eigentlich gelernt, dass die Übertragung nicht so einfach ist. Das ist schon mal sehr gute Nachrichten, weil da kann man sofort viel daraus lernen. Und die zweite Information ist, dass das speziell was mit dem Euter zu tun haben zu scheinen. Also das muss irgendwie hier die große Rolle spielen. Also für das Risiko abzuschätzen, wie es eigentlich weitergeht, sind das alles sehr gute Nachrichten. Und was auch sehr gut ist, dass ziemlich schnell neutralisierende Antikörper gebildet werden. Also das sind eigentlich insgesamt sehr gute Nachrichten. Das sind Informationen, die bisher gefehlt haben. Jetzt haben Sie gerade gesagt, die gute Nachricht ist, die Übertragung ist nicht so einfach. Ausbrüche wurden in 14 Staaten in den USA festgestellt. Also da hat doch ordentlich Übertragung stattgefunden. Wie Ja, ist das? man-made. Ja, genau. Wie ist das dann zu erklären? Sie nicken beide, vielleicht beide kurz eine Antwort dazu gerne. Also wenn ich vielleicht starte, der Hinweis ist schon, dass der Melkvorgang wahrscheinlich die zentrale Rolle spielt. Also wir schließen andere Wege nicht völlig aus, aber unsere Ergebnisse belegen nochmal, am effizientesten scheint das von Euter zu gehen. Und das ist dann eher eine, ja, ich nenne es fast schon Technopathie. Das heißt, ich muss mit dem mit dem Melkgeschirr das Virus quasi weitergeben, da so viel Virus in der Milch sein kann. Reichen dann schon kleine Kontaminationen. Von Bestand zu Bestand spielt wahrscheinlich eine große Rolle der Transport positiver Tiere. Und da fehlt uns leider, und das ist immer noch so, viele, viele Informationen aus dem Feld in USA. Also wie viele Tiere wurden denn transportiert? Wie viele sind getestet? Wie sieht es eigentlich in einem Betrieb aus? Die Daten fehlen leider, weil das wäre jetzt so die wären die Puzzlesteine, die das Experiment dann nochmal weiter unterlegen würden. Also die Daten fehlen, aber die gute Nachricht, im Prinzip wäre dieses Infektionsgeschehen relativ einfach zu unterbinden, technisch gesehen. Praktisch ist das natürlich eine ganz andere Sache. Aber es ist nicht so,
dass man eine Übertragungskette hätte, bei der man nichts mehr machen kann, also von über Luft, über Schmierkontakt oder irgendwas. Und das ist wirklich über den Melkvorgang sehr wahrscheinlich, wird das alles vonstatten gehen. Da hätte man jetzt gute Möglichkeit, hier gezielt einzugreifen. Also quasi die Melkmaschinen zwischen jeder Melkvorgang zu desinfizieren, wäre das Möglichkeit oder ist das aus der Praxis völlig utopisch? Also es gibt ja durchaus diese Maßnahmen sowieso schon. Also Melkhygiene ist ja etwas sehr Wichtiges. Aber das kann man zum einen steigern, aber viel wichtiger ist überhaupt die ausscheidenden Tiere zu identifizieren. Und da die so viel ausscheiden über die Milch und auch Antikörper irgendwann auftauchen, habe ich zwei Testsysteme, wo ich das quasi korrespondierend rausfinden kann. Und diese Milch wird ja in Tanks gemolken. Und diese Tanks wären also auch die Milch, also die sogenannte Tankmilch oder Sammelmilch, ist dann ein hervorragendes Testmedium. Und man kann das auch verfolgen. Das wird zum Beispiel jetzt in Kalifornien, da steigen ja gerade die Fallzahlen an, da wird das gemacht und da findet man dann auch sofort die Betriebe, weil selbst eine hohe Verdünnung der positiven Milch ist in der PCR immer noch positiv. Das heißt, von der Bekämpfungsseite hat man eigentlich alle Mittel in der Hand. Es ist, so wie Martin Schwemmle gesagt hat, auch noch die Chance, es leichter zu stoppen, weil der Übertragungsweg eben ein eher menschengemachter ist. Wenn das Virus sich weiter adaptieren würde, was wir nicht hoffen, aber wenn das passieren würde und es würde dann von Nase zu Nase ganz leicht gehen, dann ist das deutlich schwieriger. Und was wir auch sehen, ist natürlich, dass so viel Virus in der Milch ist, dass es auch an andere Betriebe weitergegeben wird, und zwar nicht Rinderbetriebe, sondern Geflügelbetriebe. Weil da reichen ja schon bei dem intranasalen Weg kleinste Mengen. Also ein Mikroliter Milch irgendwo aus Versehen oder ins Freie gegeben und Wildvögel haben Kontakt zu dieser Milch oder Katzen nehmen diese Milch auf, dann habe ich die Infektion. Also Zusatzfaktoren, die muss man bedenken. Und deswegen ganz klar unser Hinweis, es wäre sehr, sehr wichtig, das jetzt ernst zu nehmen und genau diese Maßnahmen zu ergreifen. Und was wäre denn jetzt eine Maßnahme? Also ich stelle fest, da habe ich positive Kühe in meinem Betrieb. Was mache ich dann? Die Milch für 2 Wochen nicht verkaufen und warten, bis die Infektion durchgelaufen ist? Oder was wäre jetzt eine Maßnahme? Also die wichtigste Maßnahme ist erstmal das Erkennen des Betriebes. Wenn ich dann weiß, welcher Betrieb positiv ist, dann muss ich im Betrieb anfangen, die Kühe zu identifizieren, die tatsächlich gerade aktiv Virus ausscheiden. Und da muss ich dann tatsächlich über Separieren nachdenken, dass die getrennt gemolken werden und dass diese Milch vielleicht auch eben nicht verwendet wird. Und das sind aber alles Dinge, die muss ich dann auch kompensieren. Die muss ich organisieren und das macht sicher die Bekämpfung schwieriger, zumal eben in den USA das nicht so ist wie bei uns, wo wir das gläserne Rind haben, wo ich genau weiß, wo welche Kuh steht, mit welcher Ohrmarkennummer, wann die transportiert wurde. Und wir haben dort noch das Problem dieser riesigen Betriebe. Also beides macht die Bekämpfung sicher schwieriger, aber ich denke, das wäre durchaus möglich. Ist aber ein Faktor des politischen Willens und auch der dann Kostenübernahme. Ich muss die Landwirte natürlich irgendwie kompensieren, sonst ist das Interesse, diese Maßnahmen durchzuführen, natürlich nicht groß. Ja. Nun haben. Achso, Herr Schwemmle, wollten Sie was hinzufügen? Ja, ich glaube, das Letztere ist ein entscheidender Punkt. Man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, um hier eingreifen zu können, weil sonst der finanzielle Verlust für die einzelnen Bauern, Farmen zu groß wäre. Und ich glaube, das ist noch nicht richtig in Gang gekommen oder es wird wahrscheinlich schwierig werden. Sie haben gesagt, Herr Schwemmle, es gibt schnell neutralisierende Antikörper, einen Takeaway aus der Studie. Ich habe mal geguckt, insgesamt waren 14 Staaten befallen. Jetzt aktuell ist laut das Landeswirtschaftsministerium in den Vereinigten Staaten sind nur noch 3 Staaten wirklich mit aktuellen Infektionsgeschehen dabei. Geht das wirklich zurück? Ist das vielleicht schon wieder auf dem absteigenden Weg, dieses Infektionsgeschehen, oder ist vielleicht die Testung einfach nicht so gut? Also ich würde mir das wünschen, dass das zurückgeht, weil man ja nicht möchte, dass das Virus sich weiter an den Wirt, in diesem Fall an die Milchkuh, sich anpasst. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob wir alle Zahlen kennen.
Also ob alles wirklich tatsächlich berichtet wird, welcher Tierstall hat infizierte Kühe und wie groß eigentlich die Dunkelziffer ist. Ich glaube nicht, dass, also ich weiß zumindest nicht die vollen Daten oder ich kenne sie nicht. Ich glaube auch, dass es die Daten im Moment zumindest nicht offiziell gibt, außer in Bundesstaaten wie Colorado. Die haben aber nicht ganz so viele Milchviehherden und die hatten ein Programm, alle zu testen. Und wenn man da jetzt in der Statistik guckt, dann sieht man, sind die auch ganz vorne. Also ohne nationales Testprogramm kann man keine Aussagen treffen. Was wir aus der Studie sehen, ist genau das, was Martin Schwemmle gesagt hat, dieses zwar schnelle Ansteigen der Virusausscheidung, aber so bis zum Tag 10 geht das dann los, ab Tag 10, 9, 10, dass neutralisierende Antikörper auch in der Milch ankommen. Und das heißt, auch in einem Milchtank werden diese Antikörper sich ja dann mit anderen, mit Milchen anderer Tiere, die vielleicht noch keine Antikörper haben, mischen und werden die Viruslast in so einem Milchtank reduzieren. Also dieses Bilden neutralisierender Antikörper ist wirklich ein ganz wichtiger Vorgang und könnte auch etwas sein, was in solchen Betrieben dann dazu führt, dass die Viruslast, die von der Milch ausgeht, tatsächlich gerade in dem Sammeltank reduziert wird. Und es gibt auch eine Studie, habe ich gesehen, zu Rohmilch, die PCR-positiv war, aber nur in einem Viertel Virus-positiv, in einem Viertel der Fälle. Und das, denke ich, kann man ganz gut erklären, dann durch diese Mischung von Antikörpern und Virus, wo das Virus neutralisiert wird. Also das sind Dinge, die das tatsächlich positiv beeinflussen. Trotzdem kann es eigentlich nicht die beste Strategie sein, zu sagen, man lässt das laufen, weil man einfach die Folgen einer weiteren Adaptierung nicht gut abschätzen kann. Und wir sehen eben dieses immer wieder Auftauchen dieses Stammes auch in Geflügelbetrieben. Und das heißt, das ist eben auch eine Infektionsquelle für höher empfängliche Tiere als das Rind. Und das ist problematisch. Und auch die Mehrzahl der Humanfälle, also 10 dieser 15 Fälle in den USA sind ja durch Kontakt mit Geflügel gekommen und nur 4 durch Kontakt mit Rindern. Ja, eine Frage einer Journalistin ist, wenn Sie Ihre Studie vor Augen haben, braucht es weitere Vorsichtsmaßnahmen, zum Beispiel keine Rohmilch im Supermarkt zu kaufen oder andere? Ja, Also ich das ist glaube. ein, ja. Ja, dann erst Herr Schwemmle, dann Herr Bär, bitte. Also auf jeden Fall darf man keine Rohmilch verzehren. Das würde ich sowieso nicht machen, aus verschiedensten Gründen. Und das ist ja auch gezeigt worden, dass da eigentlich alles inaktiviert wird. Man hat noch Virusbestandteile in der Milch, aber da ist nichts mehr infektiös. Insofern ist es eigentlich ganz einfach. Man braucht da keine Bedenken haben. Der Pasteurisierungsvorgang inaktiviert alles. Aber es gibt natürlich Leute, die möchten das nicht, die möchten nicht die Milch pasteurisieren, sondern die möchten Rohmilch trinken. Und da würde ich stark davon abraten. Wobei man differenzieren muss, das ist jetzt alles für USA. Ja, Also was in H5, Deutschland. was H5 angeht, haben wir in Deutschland keine Hinweise. Also ich kann das auch nochmal sagen, wir haben 1500 Tankmilchen untersucht, um selbst eine geringe Anzahl positiver Betriebe zu finden. Alles negativ. Serologie in Milchkühen an der Küste, wo sehr viel H5-Virus in Wildvögeln war in Deutschland. Alles negativ. Ich weiß von Kollegen in Großbritannien, Italien, die haben sehr, sehr viel getestet. Alles negativ. Also in Europa haben wir diese Situation nicht. Wir haben keine Hinweise. Deswegen ist H5 kein Thema bei uns für die Milch. Rohmilch, genau wie Martin Schwemmle sagt, ist generell immer ein Risiko, dass eben auch bakterielle Zoonoseerreger drin sind. Deswegen ist Rohmilch immer etwas, dass man eigentlich nicht genießen sollte, sondern pasteurisierte Milch. In den USA findet man eben zusätzlich zu den anderen Zoonoseerregern in Rohmilch dann auch noch H5-Viren. Das heißt, da habe ich noch mal ein Zusatzrisiko. Eine Nachfrage. In Europa gar kein Thema, in Amerika schon. Wie kommt es? Also warum hat es da das Virus in die Milchviehbetriebe geschafft und Ja, hier trotz der vielen Jahre gar nicht? also man weiß aus verschiedensten Studien, da gibt es solche Analysen, molekulare Analysen, die gezeigt haben, dass es sehr wahrscheinlich nur eine einzige Übertragung aus der Vogelwelt in die Milchkuh gab.
Das heißt, es ist ein sehr seltenes Ereignis, das halt jetzt einfach mal in den USA stattgefunden hat. Und dieses Ereignis macht jetzt die Runde von Farm zu Farm. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist ein seltenes Ereignis, das jetzt halt stattgefunden hat. Jeder fragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in Europa stattfindet, kann keiner sagen, weil das so selten stattfindet, denke ich mal. Und ich nehme jetzt nicht an, dass nächstes Jahr das ein Stall in Europa plötzlich positiv wird, weil genau dieses selbe Ereignis nochmal stattfindet. Also es ist eine Verkettung unglücklicher Zustände. Einmal, Ja. dass das Euter so hervorragende Bedingungen bietet und dass in den USA in den Jahren nach 2021 es zu einer sehr, sehr starken Verbreitung im Wildvogel und im Geflügel kam. Wenn man sich dort die Daten ansieht, das war die stärkste Verbreitung eines hochpathogenen Influenza-Virus, die es dort jemals gab. Und das erhöht selbst die niedrige Wahrscheinlichkeit. Und dann ist es tatsächlich wahrscheinlich in ein Euter einer Kuh und dann geht es menschengemacht weiter. Und da in den USA aus Texas Kühe sehr weit in andere Bundesstaaten verbracht werden und man das natürlich am Anfang nicht gleich erkannt hat, habe ich dann die Verbreitung. Also eine Verkettung dieser Ereignisse. Da es alles sehr unwahrscheinliche Ereignisse sind, ist es nicht so, dass das jedes Jahr wieder irgendwo anders auftreten kann, sondern genauso wie Martin Schwemmle sagt, das sind sehr seltene Ereignisse, die man auch sehr schwer abschätzen kann, wie oft das vorkommt. Bisher einmal. Genau, und das Virus verändert sich trotzdem immer wieder. Komme ich gleich auch nochmal weiterhin zu diesen Übertragungen auf Menschen, die es ja in Einzelfällen gab. Aber bevor ich dahin kommen möchte, möchte ich noch eine Frage stellen. Was ist denn, wenn das Virus sich jetzt aber an das Rind noch besser anpasst, also vielleicht dort dann auch über respiratorischen Trakt übertragen werden kann? Was würde das bedeuten? Das Das wollte ich. wäre schlecht. Genau davor hat man ja auch wirklich große Angst. Wenn das Virus sich an das Rind anpassen würde, dann ist ja schon in dem Säugetiersystem drin, hat sich und kann sich da ausbreiten. Dann wäre vielleicht unter Umständen der Sprung auf den Menschen nicht mehr so weit. Im Moment ist er noch nicht so weit. Das Virus ist noch nicht so angepasst, dass hier es zu großen, schwerwiegenden Infektionen, Übertragungen im Menschen kommen würde. Aber wenn das Virus eine Chance hätte, sich im Rind festzusetzen, dann weiß keiner so genau, was die Auswirkungen sind. Aber ich befürchte, das Risiko für den Menschen würde dann steigen. Wir können es einfach nicht vorhersagen, wie solche Viren aussehen würden. Offenbar müssen sie Hürden überwinden, die nicht leicht überwindbar sind. Also die Anpassung ans Rind ist ein großer Schritt fürs Virus, nicht die Anpassung ans Euter. Das Euter ist quasi was Besonderes und der Rest des Rindes ist aber eine große Hürde. Und wir wissen nicht, wie solche Viren aussehen, die das überwinden können. Wenn sie es überwinden, hätten wir eine neue Rinderkrankheit. Wir hätten quasi eine neue Rindergrippe. Und es gibt ein Influenza-Virus bei Tieren, das ist aber nicht sehr verwandt mit unseren. Das ist Influenza D. Das hat das schon gelernt. Und Rinder haben keine Influenza-Viren wie der Mensch oder das Schwein. Und man würde dann aber plötzlich so ein Virus haben und das wäre dann auch sehr, sehr schwer zu stoppen. Also so eine Rindergrippe und wir haben weltweit 1,5 Milliarden Rinder. Das heißt, das ist etwas, warum wir auch sagen, warum man es stoppen muss, weil man auch diese dann Entstehung einer neuen Erkrankung, das sollte man auf jeden Fall verhindern. Und zusätzlich gäbe es das weitere Problem, hat sich Influenza auf ein Wirt schon mal angepasst, können auch andere Säugetiere vielleicht einfacher infiziert werden, wie zum Beispiel das Schwein. Und wir wissen ja von der Schweinegrippe 2009, dass es da zu Übertragungen auf den Mensch kommen kann von Viren, die sehr gut angepasst sind. Also das wäre noch ein weiteres Szenario. Wenn man dieses H5N1 jetzt plötzlich in Schweine finden würde, weil es es über die Milchkuh doch besser angepasst hätte, das wäre ein Szenario, wo nicht sehr gut wäre. Aber da gibt es keine Hinweise dafür. Und man muss auch sagen, genau diese Klade, die so gut an Wildvögel und Geflügel angepasst ist, ist zum Glück immer noch sehr wenig an den Menschen angepasst. Also das sind ja auch die Humanfälle sind sehr, sehr mild. Und das Virus hat dort offenbar auch
die Hürden überhaupt nicht überwunden. Also wir sehen immer nur diese Mutation in der Vermehrungsmaschinerie, aber keine weiteren. Also da ist nach wie vor eine hohe Barriere und keiner weiß, ob das Virus diese Barriere überhaupt überwinden kann und wie. Am meisten hat man Angst vor Vermischungen mit anderen Influenza-Viren, was im Rind glücklicherweise nicht passieren kann. Denn Rinder haben ja keine anderen Influenza-Viren. Das heißt, dass also Influenza-A-Viren, so muss man es genau sagen, das heißt, im Moment kann das Rind kein Mischgefäß sein, anders als das Schwein. Also auch das ist wieder ein glücklicher Umstand. Trotzdem, wie gesagt, jede Anpassung an so eine Spezies, die es vorher nicht hatte, muss unterbunden werden. Aber Herr Schwemmli, wie sehen Sie die Gefahr, wenn jetzt die Wintersaison kommt, die Farmarbeiter? Es gab Einzelfälle, dass sich Arbeiter auf den Kuhfarmen infiziert haben. Jetzt kommt da einer, der vielleicht selber mit der Menschen-, also humanpathogenen Grippe infiziert ist. Birgt das eine Gefahr? Also auf jeden, wenn der Mensch selber mit einem Grippevirus infiziert ist und dann noch dieses H5N1-Virus der Milchkuh bekommen könnte, dann könnten solche Ereignisse auch im Menschen theoretisch stattfinden. Das hat man auch schon gezeigt, dass es im Prinzip möglich ist. Nur wie wahrscheinlich wäre das dann? Also ich glaube, das ist eine theoretische Möglichkeit, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht so sehr wahrscheinlich wäre, dass dies stattfindet. Aber man kann es nie ausschließen. Das ist ja das eigentlich das Tragische bei Influenza-Viren. In dem Moment, wo es einen Ausbruch gibt und es von Mensch zu Mensch geht, da weiß man Bescheid, jetzt fängt es an. Aber vorher irgendwelche Prognosen abzugeben, welches Virus unter welcher Konstellation jetzt wirklich tatsächlich das Gefährlichste ist, das ist sehr schwierig. Hier kommt eine Frage. Es gibt ja einen Equininfluenza, also anscheinend von Hauspferden. Kann man da Analogien feststellen oder vermuten, was ein Rinderinfluenza-Virus angehen würde? Das ist ja ein tatsächliches dann Pferdegrippevirus und da hat man sehr viel Erfahrung. Das sind dann Viren, die sich aufs Pferd spezialisiert haben, die zum Teil auch auf andere Spezies übergesprungen sind. Da gibt es auch in den USA Berichte eben Übersprung auf den Hund, auf bestimmte Hunderassen. Also man kann da schon lernen, was passiert, wenn sich Viren anpassen. Und das ist das, was man auch verhindern will, dass wir eben nicht plötzlich Influenza-Viren in einer neuen Spezies hat und damit auch immer die Quelle, vielleicht auch zoonotischer Übertragungen. Also das ist deswegen auch der Grund und wir schauen uns das schon auch beim Pferd ganz genau an und nehmen das auch als Beispiel, ist aber von der auch Rezeptorausstattung eben anders als das Rind. Ja. Weil so viele Fragen kommen, ich jetzt endlich doch mal dazu kommen möchte. Also in Missouri gab es ja einen bestätigten Fall, der tatsächlich eigentlich über die Flu-Surveillance im Krankenhaus gefunden wurde, der dann aber mit H5N1 infiziert war. Er hatte keinen Kontakt zur Tierhaltung. Genau, und im Umfeld gab es dann noch weitere erkrankte Personen. Man weiß aber nicht genau, woran die erkrankt sind. Die Frage ist: Ist das ein Anfang eines Clusters? Könnte das ein Cluster sein von Mensch-zu-Mensch-Übertragung? Gibt es da erste Einschätzungen oder überhaupt schon wissenschaftliche Untersuchungen zu? Ja, also ich glaube nicht, dass man hier einem Cluster und einem Ausbruch dann sprechen kann. Ich glaube, wenn es wirklich zu einer Übertragung von Mensch auf Mensch geht, dann würde man das eigentlich sehr, sehr schnell wissen. Aber in dem Fall denke ich nicht, dass es so ein Ausbruch ist. Also wir haben ja tatsächlich dort auch nur eingeschränkte Informationen. Klar. Es gibt aber jetzt erste Sequenzinformationen, es gibt Informationen zur klinischen Erkrankung. Wenn man das alles zusammennimmt, würde ich im Moment sagen, das deutet nicht auf ein Cluster hin. Es deutet auf eine Infektion hin, die offenbar nicht direkt vom Tier stammt, sondern indirekt unter Umständen eben über Lebensmittel. Also, ob das dann Rohmilch oder ein Rohmilchprodukt ist oder irgendeine andere Quelle, rohes Geflügelfleisch, das müssen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort eruieren. Bisher, wie gesagt, glaube ich, hört sich für mich nicht wie ein Cluster an, sondern wie eine Einzelübertragung durch eine bisher noch nicht bekannte Quelle.
Haben Sie denn das Gefühl, dass grundsätzlich bei den Kolleginnen in den USA genug Surveillance und Contact Tracing gemacht wird, um solche Lagen schnell zu klären? Also ich glaube, wenn es um den Mensch geht, sind die ziemlich fix und ziemlich schnell. Da ist das CDC eigentlich sehr gut ausgestattet. Da habe ich keine Bedenken, dass die das dann richtig in Echtzeit mehr oder weniger dann untersuchen. Ich möchte nochmal, wenn ein Mensch infiziert wird durch ein Aviaris-Influenza-Virus, heißt es nicht, dass alle Menschen gleich sind. Da kommt es auch darauf an, ob der Mensch dann nicht schon irgendwelche Komorbiditäten hat, also irgendwie schon krank war und darum noch mehr empfindlicher und, und. Also es ist nicht so, dass einfach das jetzt losgeht, sondern da spielen sehr viele Faktoren eine große Rolle. Das hat man auch aus der Vergangenheit gelernt, diese H5N1-Übertragungen der Vergangenheit, die haben fürchterliche Erkrankungen bei Menschen und zum Teil zum Tod geführt, aber es war nicht so, dass es von Mensch zu Mensch übertragen wurde. Bisher ist der Mensch dort immer noch ein Sackgassenwirt und eben diese Ja. Klade 2.3.4.4b führt sehr selten zu Erkrankungen und wenn dann in der Regel zu sehr milden. Bei diesem Virus von den Milchkühen waren es jetzt in erster Linie Konjunktiviten oder Konjunktivitis oder also Bindehautentzündung oder sehr leichte respiratorische Symptome. Also man sieht schon, das Virus ist nicht angepasst, gibt keinen Hinweis. Wie gesagt, auf jetzt Cluster oder selbst enge Kontaktpersonen. Was die Surveillance angeht, ich glaube auch, und das sieht man auch an diesem Fall, der wurde ja genau eben entdeckt, weil Symptome da waren und dann nach klassischer Influenza gesucht wird. Und wenn die nicht gefunden wird, dann schaut man sich verwandte Viren an und immer jetzt auch H5. Und wenn man im Tier sich das ansieht, dann ist das natürlich verbesserungswürdig. Also ob das jetzt das Schwein ist oder wir haben es angesprochen, jetzt die Rinderbetriebe zu identifizieren. Also dort aus meiner Sicht müsste die Surveillance deutlich erhöht werden. Und seit vielen Jahren, schon vor diesem Ereignis, weisen wir darauf hin, dass gerade die Überwachung im Schwein durchaus eine wichtige Komponente oder eine vorhersagende Komponente ist, die man ausbauen müsste. Okay, also da kam mich auch eine Frage eines Kollegen, der genau danach gefragt hat, und da sind Sie der Meinung, das ist auf jeden Fall Auf ausbaufähig. jeden Fall, also auch in Europa ausbaufähig und ich würde mit einbeziehen neben den Schweinen die Pelztiere. Also ich Ja. halte die Pelztiere für ein Reservoir, was sehr, sehr wichtig ist, was hochempfänglich ist für H5 und hochempfänglich für alle humanen Influenza-Viren. Das heißt, als Mischgefäß würde ich die Pelztiere, die es millionenfach weltweit gibt, auf jeden Fall als sehr wichtig erachten und dort gibt es noch weniger Surveillance als in anderen Spezies. Ja, und hier, das ist ein wirkliches Problem. Also der die zu Zuchten macht, also da ist der Züchter infiziert auch die Tiere. Also das geht in beide Richtungen. Und weil da so viel möglich ist, ist das Reservoir dann von allen Möglichkeiten, was Influenza abbilden kann, dann vielleicht so hoch, dass eins dann doch so fit ist, auf den Mensch übertragen zu werden und dass es dann weitergeht. Also das ist schon eine große Gefahr. Von daher, ja, sollte man hier das eigentlich eher nicht machen. Ja, ist ja sehr erstaunlich, dass Sie sagen, dass die Überwachung da so schlecht ist nach den Pandemieerfahrungen, die wir in den vergangenen Jahren hatten. Also es Ja. gibt Länder, die machen da sehr viel und einige Länder haben die Haltung ja verboten, auch aufgrund der Anthropozoonosen. Das heißt, der Mensch infiziert den Nerz, der Nerz wieder den Menschen. Also deswegen hat Dänemark oder Holland haben ja die Haltungen gestoppt. Finnland schaut jetzt sehr genau hin, weil die hatten ja Hunderttausende Tiere am Ende töten müssen. Die impfen die Halter oder bieten die Impfung gegen H5 sogar an und auch gegen die saisonale Influenza. Aber wir haben da auch einfach Länder, wo wir es gar nicht wissen. Und dazu gehört auch China mit vielen Millionen Pelztieren, wo wir nicht wissen, wie die Überwachungsmaßnahmen laufen und auch andere Länder, wo wir das nicht kennen. In Deutschland haben wir glücklicherweise keine Pelztierhaltung. Das ist aus Tierschutzgründen kommerziell nicht nutzbar und das ist auch gut so. Eine Rückfrage noch eines Kollegen. Wie können neutralisierende Antikörper im Milchtank die Viruslast mindern? Er fragt nach, er hätte gedacht, dass jetzt die Neutralisierung eher in der Wirtszelle stattfindet. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären, bitte?
Also diese Antikörper sind ja dort dann frei in der Milch oder im Serum. Und wenn dort Viruspartikel sind, dann binden diese Antikörper tatsächlich an das HA. Und wenn das Virus dann später in die Zelle will, dann klappt das nicht mehr. Also das geht tatsächlich auch schon, wenn man die zwei Dinge vorher zusammenbringt, dass dann nachher nicht mehr in die Zelle kommt. Also das ist ein ganz einfacher, klassischer Vorgang, den wir auch im Neutralisationstest nachvollziehen können. Wir mischen Virus mit Antikörpern und dann kann ich die Zelle nicht mehr infizieren. Ja. Herr Schwemmle, ich habe noch eine Frage an Sie. Und zwar gab es ja auch schon mal Experimente mit Influenza-Viren, Übertragungsexperimente mit Frettchen, um genau zu gucken, welche Schritte gegangen werden müssen, um auch andere Säuger oder vielleicht auch menschliche Zellen infizieren zu können. Wissen Sie, ob solche Experimente aktuell noch durchgeführt werden? Genau. Und ja. Also Sie meinen diese historischen Experimente von Ron Fouché und Yoshi Kawaoka, die dann gezeigt haben, dass das Hüllprotein der Influenza-Viren sich stark anpassen muss, aber auch andere virale Proteine tragen dazu bei, die Übertragung zu erhöhen. Und diese Typ von Versuchen werden eigentlich im Labor nicht gemacht, aber die werden natürlich in der Tierwelt jetzt immer gemacht, die wurden schon immer gemacht. Und da kann man auch wirklich tatsächlich sehen, ob es Veränderungen gibt, die vielleicht gefährlich werden könnten. Also da hat man sogenannte Surveillance-Studien, da sequenziert man diese Viren, guckt, wie verändern sich die und können die jetzt besser humane Zellen infizieren oder nicht, oder werden die dann schlussendlich auch besser in Frettchen übertragen, was so ein Kleintiermodell ist für die Übertragung von Tier zu Tier. Also im Moment sind alle Studien darauf beschränkt, Viren, die in der Natur entstanden sind, sich anzusehen, wie vermehren sie sich im Frettchen und werden sie von Frettchen zu Frettchen übertragen, einmal durch den direkten Kontakt oder eben als Aerosol. Und da ist es bisher so, dass die H5N1-Viren eben entweder gar nicht übertragen werden oder nur über den direkten Kontakt. Und sehr, sehr selten und nur in Einzelfällen, das ist dann mal eins von fünf Frettchen über Aerosol, sodass nach wie vor diese Barriere der Übertragbarkeit, das haben die Viren glücklicherweise nicht überwunden und das haben sie auch in 27 Jahren, also seit 1997, nicht geschafft, glücklicherweise. Eine Frage, die geht an Herrn Bär. Das Friedrich-Löffler-Institut hatte über den Sommer seine Risikoeinschätzung zur H5N1 nicht aktualisiert. Und die Journalistin fragt, zu wann oder für wann eine aktualisierte Risikoeinschätzung geplant ist oder ist überhaupt eine geplant? Ja, wir machen das in regelmäßigen Abständen. Es war tatsächlich so. Deswegen ist es ein guter Punkt, dass wir ja einen starken Abfall der Fälle in Europa gesehen haben. Also wenn Sie auf unserer Homepage, und das ist immer aktuell, jede Woche wird die Zahl der Fälle, die in Europa aufgetreten sind, in Deutschland beim Wildvogel und beim Geflügel, dort auf einer Karte gezeigt. Wenn Sie sich die Karte ansehen, sehen Sie, das ist die letzten Monate drastisch zurückgegangen. Und steigt jetzt langsam wieder an. Also wir haben die ersten Geflügelausbrüche, wir haben die ersten positiven Wildvögel an der Küste. Das heißt, in Europa ist tatsächlich etwas eingetreten die letzten Monate, was wir auf eine Herdenimmunität in den Wildvögeln zurückführen. Es gab so viele infizierte Vögel, viele haben das überlebt, glücklicherweise, haben aber auch eine Immunität ausgebildet. Und jetzt kommen antikörperfreie, naive, junge Zugvögel zurück. Und das Virus ist aber nicht weg und deswegen steigt es jetzt wahrscheinlich an. Und das schauen wir uns genau an. Und da wird es jetzt auch für den Herbst auch eine neue Risikobewertung wieder geben. Aber eigentlich ist so, dass die Abschätzung des zoonotischen Risikos, also wie kann so ein H5N1 dann, wie groß ist das Risiko, dass es dann auf den Mensch übertragen wird und von Mensch zu Mensch, das macht eigentlich kein einziges Land außer USA, das CDC. Also diese Risikoabschätzung, die gibt es in Deutschland noch nicht und das wäre halt schön, wenn auch in Deutschland so eine eigene Risikoabschätzung dann irgendwann mal stattfinden würde. Die ist aber komplex, da braucht man Zusammenspiel von mehreren Arbeitsgruppen, aber das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn man sowas hätte.
Käme die denn dann vom Friedrich-Löffler-Institut oder einer anderen? Für das Friedrich-Löffler-Institut, also das Friedrich-Löffler-Institut, das schätzt ab, wie ist das Virus verteilt oder welche Tiere werden infiziert. Das Robert-Koch-Institut sammelt Daten von Menschen. Alles gut, aber irgendjemand muss doch mal sagen, ja, wie groß ist jetzt eigentlich das Risiko von H5N1? Also wir haben das zum Teil schon gemacht, in Kollaboration auch mit Martin Bär und anderen und auch Kollegen aus dem Robert-Koch-Institut. Und unsere Quintessenz ist, dass das H5N1 ähnlich wie das CDC, da gibt es kein erhöhtes Risiko, obwohl jetzt die Milchkühe infiziert wurden. Aber es muss irgendjemand, muss man sagen, wie gefährlich jetzt ist jetzt speziell dieses H5N1-Virus oder andere Influenza-Viren. Und da gibt es in Deutschland keine eigene Einschätzung. Also das Haupttool ist das vom CDC, das Influenza Risk Assessment Tool. Und da liegt H5N1 nach wie vor so im Mittelfeld. Das sind andere Viren, Schweineinfluenza-Viren oder H7N9, das es zum Glück nicht mehr so weit verbreitet gibt, aber immer noch in China gibt, die sind tatsächlich mit einem höheren zoonotischen Risiko verbunden, nach wie vor. Aber diese Tools sind wichtig, weil wenn dann plötzlich neue Ereignisse auftreten und auch neue Sequenzen und neue Stammeigenschaften, dann müssen die bewertet werden. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schritt, wo alle versuchen, in der Zukunft auch noch bessere Systeme zusammenzustellen. Das geht nur gemeinsam. Also da brauche ich quasi von Universität über die Ressortforschung, Human, Tier, da muss ich alle zusammennehmen, weil das ist ein sehr komplexer Vorgang. So, jetzt habe ich hier noch eine Frage, die ist ein bisschen off-topic, aber da wir gut in der Zeit liegen, nehme ich mir jetzt mal die Frage und stelle sie eigentlich. Und zwar fragt noch ein Kollege, was ist eigentlich der Stand bei H5N1 unter Wildvögeln in der Antarktis, hier auch mit Blick auf die Pinguine? Gibt es da gerade jetzt schon wieder neue Daten, wie sich das Virus dort ausbreitet? Also es gibt seit gestern, glaube ich, ist der Bericht raus, wieder Pinguinfälle in der Nähe der Falklandinseln. Also das ist eine Situation, die offensichtlich weiterläuft. Und eine Mitarbeiterin in meiner Arbeitsgruppe war für 3 Wochen vor einiger Zeit in der Antarktis, hat dort Proben mit anderen gesammelt und auch dort wurden positive Vögel gefunden. Und man plant jetzt im Januar nochmal hinzufahren. Also das ist eine besondere Gegend, besonders sehr viele Wildvögel, die Pinguine, aber auch marine Säugetiere. Und deswegen schaut man sich das genau an. Das Virus ist dort. Wir wissen aber nicht genau, welche Spezies sind jetzt wie stark betroffen. Im Moment ist ja da noch Winter. Das heißt, da kann man nicht sehr viel machen. Und wenn der Winter rum ist, der antarktische Winter, dann werden wieder Arbeitsgruppen sich das genauer ansehen und dann wird es weitere Daten geben. Aber wie gesagt, erst, ich glaube, gestern oder vorgestern Meldungen, dass wieder Nachweise erfolgt sind. Wunderbar. Dann gucke ich auf meinem Blatt hier. Da sind keine Fragen mehr übrig geblieben. Wunderbar. Wir konnten sie dann alle stellen und alle beantworten. Das ist ja wirklich wunderbar. Ich danke Ihnen, dass Sie so spontan die Zeit gefunden haben, hier heute zusammenzukommen und die Fragen der Journalistinnen zu beantworten. Genau, jetzt kommt doch noch eine reingesprungen. Sind weitere Studien, Forschungen zu H5N1 am Friedrich-Löffler-Institut geplant? Ja, das ist ja etwas, was uns seit 2006 als Schwerpunkt bewegt. Und ich kann sagen, wir schauen uns die Stämme genau an, genetisch. Wir planen auch weitere Experimente tatsächlich, um noch mehr zu verstehen, was ist an Änderungen wirklich notwendig. Also das geht weiter und es wird auch, denke ich, weitere Ergebnisse dazu geben. Und im Moment ist es so, dass wir tatsächlich, da sich die Viren ja durchaus verändern, auch im Wildvogel, eigentlich immer dort genau hinsehen müssen. Und wenn jetzt wieder die Ausbrüche ansteigen, schauen wir uns eben diese Viren an. Und wenn dort spannende Veränderungen sind, dann schauen wir uns die näher an. Und auch in Zusammenarbeit mit Martin Schwemmle zum Beispiel schauen wir uns auch zoonotische Risiken an. Ja, vielen Dank. So, dann schließe ich jetzt. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Genau, vielen Dank auch an Sie da draußen für die Fragen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, bitte beachten Sie das Embargo heute 17 Uhr. Da geht die Studie online, aber dann können Sie auch über dieses Pressbriefing und die Studie berichten. Ich danke ihr für Ihr Interesse und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke. Ja, Tschüss. tschüss. Wiedersehen.